Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich auch noch. Mein Leben ist quasi auf den Nullpunkt gesunken. Oh. Keine Reagenz hingefunden. Ach, das Dorf heißt alles da. Hätte man sich auch mal denken können. So. Und langsam sollte sich mal mein Leben regenerieren, weil so mit so wenig Leben ist das halt nicht ganz so prickelnd. Die Musik erinnert übrigens auch an Fable. Und hier ist wieder alles eingestürzt, okay. Achso, ich habe gar nicht mehr diesen Segen, deshalb regeneriert sich da auch nichts. Das ist natürlich super. Und wer ist hier? Kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Ja, warum nicht? Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Ja, wahrscheinlich. Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde, aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Oh, er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Pff. Könnt ihr mir helfen? Ja, 5%, weißt du? Vielleicht soll ich meine Überredungskraft ein bisschen, Überzeugungskraft ein bisschen steigern, meine ich. Keine Sorge, ich war auch da. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Oh, toll. Mit null Leben. Das ist ja wunderbar. Ah, schnell meinen Handschuh. Nein, ja, ich hab den Bogen. Verdammt. Aua. Ich niete was? Ach so. Ja, okay. Oha. Ah, Alter. Wenn deine Schicksalsleiste voll ist, pulsiert das Schicksalssymbol. Dann kannst du deine Schicksalsenergie benutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Abrechnungsmodus. Sind deine Geschwindigkeiten und Angriffskraft deutlich erhöht, er bleibt aktiviert, bla 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 bla. Okay. Ja, ah, danke. Halt X gedrückt, um die Macht des Schicksals zu nutzen. Ja, der macht das nicht. Ja, wenn ich mich die ganze Zeit anhitten, was soll ich denn machen? Na, endlich. So, bam, bam. Uiuiui, okay. Warum kann ich das nicht schütten? Okay. Autsch. Ja, schieß da nicht. Ja, das sind Schicksals, bla bla bla, und Schicksalsbrechen verbrachst du aber deine Verbindung. Okay. Oh. Das ist ja irgendwie unschön. Und ich sehe das Symbol schon wieder nicht. Das ist so unglaublich prägnant am rechten Bildschirmrand. Das sieht man halt super gut. Naja, gut. Was? Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Ja, so dramatisch würde ich es nicht unbedingt ausdrücken. Ihr habt es einfach... Genau. Das Schicksal ist der Wille der Götter.
Kein Sterblicher sollte in der Lage sein, es zu verändern. Ah, ich töte euch jetzt, weil ihr euch gegen Gott verschworen habt. Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Ach, warum denn nicht? Darum schickt ihr mich lieber nicht, doch. Eigentlich schon. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Schön, zeigt mir mal den Schicksal. Ich bin echt müde. Ich hört man wahrscheinlich auch aus meiner Stimme. Mal schauen, ich werde jetzt auch gleich mal Pause machen, denke ich. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ihr seht mein Schicksal nicht. Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Ich bin halt schon gestorben. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist. Und damit sage ich nicht, dass ich das glaube. Dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Oh mein Gott. Schicksalsloser. Oder? Ach, Schicksalsloser. Ah, okay. Ach so, und dann gibt es hier mal. Okay, nicht schlecht. Schicksalsloser. Als kürzlich wiederbelebt, hast du dein Schicksal noch umgeschrieben. Du selbst hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu schmieden. Schurke. Nee, Zänke. Plus 25% Elementarschaden ist natürlich auch geil. Ich mach mal einfach mal. Oder? Achso, das halte ich gerade. Okay. Nehme ich jetzt den Zänker, weil ich gesagt habe, ja. Von wegen, ich möchte so ein fetter Krieger werden und so. Was habt ihr gesehen? Was hat das so bedeuten? Es könnte gar nichts bedeuten. Nett. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Oder ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Er ist ein Bauch. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Nein, schon. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Das ist eher das zusammengestürzt. Stimmt, mein Schicksal. Bin ich anders? Genau das ist die Frage, Kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Jolvan. Wir treffen uns dort. Ja, dann trefft euch mal dort. Okay, ja, das ganze restliche Zeug. Was könnte das alles nur bedeuten? Tja, das fragst du dich, wa? Wozu bist du eigentlich Schicksalsweber? Der hätte bei ihr mir seid noch also noch hier, hm? Ja, überspringen. Ihr könnt euch wohl nicht entscheiden, ja, ob ihr... Komisch. Was könnte das alles nur bedeuten? Gut, dann gehe ich jetzt mal zu... Die Mine mache ich dann später, aber ich gehe jetzt erstmal zu diesem Typen da in Jolvan. Neue Quest, Sonderlieferung. Hä? Achso, ja, okay. Und was ist das? Ach, da kriege ich wieder einen Buff, oder was? In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaine, die Reine, die Lady des Lichts. Ritterin des goldenen Astes. Heilungssuchende. Gewissen der Sommerfeien. Herz des Frühlings, des Tags. So ihre Weihen. So. Und was habe ich da gerade nochmal getan mit dem Wissensstein? Ich habe es nicht ganz kapiert, Entschuldigung. Bam. Wird das, dass man mit denen irgendwie nicht zielen kann? Das finde ich ein bisschen nervig. Ui. Ja, nimm's doch. Schwarzer Kohosch.
muss ich das ja die ganze Zeit. Eigentlich bin ich gar kein Alchemist, also warum sollte ich die eigentlich alle aufsammeln? Zum Verscherbeln. Da drüben gibt es ein. Was ist das denn für ein Viech? Hallo? Oh, ich glaube, es möchte mich töten. Du Sau. Das ist irgendwie unbeeindruckt von mir. Das finde ich jetzt irgendwie. Das Viech mobbt mich. Das finde ich echt nicht nett. Oh. Das tut mir leid. Ich wollte das eigentlich nicht töten. Ich dachte, das wäre immun. Sorry. Beim nächsten Viech passe ich dann auf. Ich dachte, es wäre feindlich, von wegen, es hat mich runtergeschlagen und so. Naja. Eigentlich bin ich ein tierlieber Mensch. Mit Spielen bricht das dann immer raus. Aalblatt. Ach, und hier ist auch schon das erste kleine Dörfchen. Nette Umgebung. Vor allen Dingen hier sind die Bäume so diskret. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Ah, per Schnellreise, okay. Indem du M drückst. Drücke 3, um von deiner Gebietskarte zur Weltkarte zu wechseln. Warum nicht 2? Bla 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 bla. So, so. Aha. Das ist ja, ich will jetzt nicht undankbar erscheinen, aber das ist kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte. Naja, gut, ich denke, es wird trotzdem noch genug zu entdecken. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Ach, da ist noch so ein Viech. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Oh, das nach. Tut, ihr habt euch das falsche Dorf ausgesucht, ich will auch so ein Geilschwert. So. Und ich denke, bevor ich jetzt hier diesen Quest annehme, werde ich einfach mal einen kleinen Cut machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschö.